1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, meine Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Willkommen zu einer neuen Woche bei uns und wir haben Dienstagnacht. Dienstagnacht heißt ja eine freie Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann nur zu, wählt die bekannte Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Jannis und ist 15 Jahre alt. Hallo Jannis. Ja, hallo Jürgen. So, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um den Altersunterschied. Ich bin ja, wie du und wir alle jetzt wissen, 15 Jahre und meine Freundin ist 27. Hui, großer Unterschied. Ja, und jetzt, damit kommen wir eigentlich schon klar. Wir sind seit 3-4 Monaten zusammen. Wir kommen damit immer besser mit klar. Ja. Und jetzt kam Montag die Nachricht von ihr, dass sie verheiratet ist seit 4 Jahren. Oh, die Nachricht kam von wem kam die? Von ihr? Ja, von ihr. Das heißt, sie hat dir das so gesagt? Ja, per SMS. Warum nicht persönlich? Ja, es ist momentan alles ziemlich schwierig. Ihr Freund macht im Moment, also ihr Mann macht im Moment auch Stress. So. Der weiß das, dass es dich gibt? Nein, das weiß er nicht. Und warum macht er dann Stress? Ja, sie meint, weil der schon so eine Vermutung hat. Ach so, der vermutet, dass da irgendwas im Busch ist. Irgendwie. Ja, genau. Mhm. Hat dich das umgehauen jetzt, dass sie schon verheiratet ist und es dir nicht gesagt hat bisher? Ja, schon ziemlich. Böse? Mhm. Wie bitte? Bist du böse? Nein, eigentlich nicht. Ja, aber ein bisschen böse kann man da schon sein, ne? Wenn, ja, schon. Und wenn sie dann nicht mal den Mut hat, das dir ins Gesicht zu sagen, ist das schon... Ich glaube, das hätte ich auch nicht. Na gut, aber sie ist schon doch erheblich älter als du. Ja, okay. Der Altersunterschied ist ja schon enorm, wenn du 15 bist. Wie lange bist du noch 15? Wann wirst du 16? Ich werde im März 16. Im März 16. Mhm. Wissen deine Eltern davon? Nee, denen wollte ich das auch eigentlich bald sagen, nur jetzt ist am Samstag auch noch meine Oma gestorben, also jetzt haben die auch noch ziemlich Stress. Ja. Also ich komme gerade von dem nächsten Tief zum... Verstehe. Ist dein Verhältnis denn zu deinen Eltern gut? Ja, eigentlich sehr. Eigentlich sehr sogar. Finde ich, auch wenn jetzt der Trauerfall in der Familie ist, finde ich es erstmal auch wichtig, dass deine Eltern informiert sind. Du bist nun mal erst 15 Jahre alt, mit 16 bist du ja freier, aber du bist erst 15. Mhm. Und zwischen 14 und 16 ist das eben so eine Grauzone, auch rechtlich noch. Fände ich es auf jeden Fall gut, wenn deine Eltern einbezogen würden. Ja, das hatte ich auch bald vor, dass ich dir das sage. Ja. So, und wenn die einbezogen sind, dann ist immer noch zu entscheiden von deiner Seite aus, wie gehe ich jetzt damit um, will ich das, was will ich überhaupt mit der Frau, mit der alten, mit der uralten Frau von 27 Jahren, die zudem auch noch verheiratet ist. Mhm. Wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt und wo? Übers Internet. Also, ich habe sie angeschrieben. Ja, hat sie gleich, war sie ehrlich mit ihrem Alter oder hat sie geschummelt? Ja, da war sie ehrlich. Ja, und das hat dich nicht abgeschreckt? Nö, eigentlich nicht. Erstmal war da ja auch nur so Freundschaft, das finde ich. Ja. Ist ja ganz okay. Aber 3-4 Monate, da ist dann ja schon ein bisschen eine Nähe entstanden. Habt ihr euch dann immer so heimlich getroffen? Ja, also ich erzähle, ich bin bei meiner Ex-Freundin, die zwar mein Ex ist, aber meine Eltern denken immer noch, dass ich mit ihr zusammen bin. Mhm, und sie erzählt halt ihrem Mann immer, dass sie, weiß nicht, mit Freundin ins Kino geht oder sich da auch was einfallen. Du hast gerade am Anfang unseres Gesprächs gesagt, das Thema ist der Altersunterschied. Ist das wirklich das Hauptthema oder ist es auch... Nee, eigentlich nicht. Also ich komme ja, oder wir kommen damit ja schon eigentlich relativ gut klar jetzt nach den paar Monaten. Also eigentlich eher die ganze Ehesache da und dazu kommt ja auch noch, dass sie sich dann vor 4 Jahren, als sie geheiratet haben, ein Haus gekauft haben. Mhm. Also das wird alles nicht so einfach werden, wenn sie sich da trennen will. Ja, ist das schon thematisiert? Ich meine, wann hat sie dir diese SMS geschickt, dass sie verheiratet ist? Montagmorgen. Montagmorgen. Habt ihr danach schon miteinander geredet? Ja, auch nur im Internet. Also real wollen wir uns morgen treffen. Mhm.
Das heißt, im Internet hat sie dir erklärt, da ist ein Haus und da gibt es finanzielle Verpflichtungen und so weiter. Ja, ich habe ihr auch Fragen gestellt, alles Mögliche. Ich glaube, das Gespräch so ging so um die 6-7 Stunden. Ja, warum habt ihr denn nicht einfach telefoniert? Ja, weil ihr Mann das ja auch über die Rechnung und alles sehen kann und er kann ja ins Zimmer kommen. Na gut. Hat sie Kinder auch? Nee, das nicht. Wenn sie die Wahrheit sagt? Ja. Ich wäre jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig an deiner Stelle. Sie hat dich immerhin jetzt 3-4 Monate belogen. Ja. Was hat sie dir eigentlich bisher so gesagt, wenn ihr euch getroffen habt? Dass sie solo ist und wie hat sie ihr Leben dir dargestellt? Dass sie solo ist, dass sie mit einer Freundin in einer WG wohnt. Ja. Nur zu zweit. Ich meine, ist sie auch eigentlich so ganz klug als Ausrede. Ja. Da weiß ich dann auch, ich kann da nicht anrufen, weil die Freundin davon nichts weiß und ich kann ihr auch nicht besuchen. Ja. Also, ja, habe ich eigentlich alles geglaubt. Finde ich schon eine Hardcore-Lüge. Finde ich erstmal schon ein dickes Minuszeichen. Und das würde mich skeptisch machen, erstmal bei allem, was sie demnächst sagt. Wer einmal mit so einer dicken Lüge in einen Kontakt hineingeht, da wäre ich vorsichtig. Erstmal generell. Vielleicht tue ich ihr Unrecht, aber ich wäre erstmal vorsichtig. Ja. Dann, wie gesagt, du bist erst 15 Jahre alt. Das ist dir klar, ne? Dass das eben auch von der juristischen Seite eher noch eine heikle Angelegenheit ist. Es kann natürlich auch sein, ich sag's jetzt mal ganz böse, dass sie einfach auf Jungs steht, auf sehr junge Männer oder noch keine Männer. Nein, das glaube ich nicht. Also sie hat eigentlich damit mehr Schwierigkeiten so als ich. Wie wirkst du denn so äußerlich? Wirkst du schon ein bisschen älter oder würde man, wenn ich dich jetzt sehen würde, ich sagen, okay, er ist so ungefähr 15? Ja, auf jeden Fall, also vom Charakter auf jeden Fall, vom Aussehen, aber eigentlich auch älter. Ja. Also, ich würde jetzt in zwei Dinge machen. Ihr trefft euch ja morgen, ne? Das hast du gesagt. Dass sie dir erstmal radikal, dass du darauf bestehst, dass sie dir radikal die Wahrheit sagt, was da los ist. Ja, es das kann hab ja, ich es auch kann ja auch wirklich, gemacht. Ja, es kann ja auch wirklich sein, dass sie dich nur so als Nebenbettschmusi benutzt. So wie das viele Männer auch machen, die haben irgendwelche Mädels, die sind süß und das sind nette erotische Bettgeschichten, aber mehr ist das dann nicht. Das willst du jetzt vielleicht nicht hören, weil du verliebt bist, aber das muss man immer sagen. Das kann durchaus sein. Ja. Die hat ihre Ehe, die hat ihre festen Verhältnisse. Vielleicht würde die nie und nimmer für dich, für einen so jungen Mann, der dann im nächsten Jahr 16 wird, ihr ganzes Leben verändern. Vielleicht nicht. Ja, das. Ne, dann geh erstmal mit sehr offenen Augen ran. Und das andere ist, finde ich, ganz wichtig, weih deine Eltern ein. Wenn du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern hast, dann hast du da Verbündete an deiner Seite und deine Mutter und dein Vater werden da schon noch ein Auge drauf haben, dass du da nicht in irgendeine blöde Sache reingezogen wirst. Ich sollte denen dann auch alles sagen, alles. Dass die 27 ist und alles gut läuft. Nee, bitte sag ihnen alles, wirklich. Wenn du mir sagst, du hast ein tolles Verhältnis zu deinen Eltern, werden die dich auch gut behandeln und dich auch gut beraten und dich auch ehrlich beraten. Ja, glaube ich eigentlich auch. Ja, dann mach es. Es ist wirklich ein ganz guter Rat. Und nicht aus Rücksichtnahme, jetzt weil der Trauerfall in der Familie ist, jetzt das noch zu lange hinschieben. Das ist für deine Eltern sehr wichtig und die werden froh sein, dass du es ihnen sagst. Das ist ja auch ein Vertrauensverhältnis, ein Vertrauenssignal, was du ihnen dann wieder hingibst, dass du so offen bist. Ja, klar. Ja? Und eine Hand wäscht die andere, dann werden sie sich auch sicher gut dir gegenüber verhalten. Und können meine Freundin und ich vielleicht noch uns irgendwie an jemanden wenden? Also ich habe jetzt gestern schon eine Mail an Pro Familia geschrieben, die haben auch heute geantwortet, die wollen, dass wir mal zu denen kommen, da meine Freundin auch noch nicht so ganz von begeistert, sie will das eigentlich erstmal nicht. Ja, siehst du. Sie ist so ganz abgeneigt, aber erstmal nicht. Von wem geht die Idee aus mit Pro Familia? Von dir? Ja, alles von mir. Auch der andere. Finde ich gut. Finde ich sehr gut von dir. Und ich werde immer skeptischer, was deine Freundin anbelangt, wenn sie da nicht mit hingehen will. Denn da ist sie ja gefordert. Da sitzen Fachleute ihr gegenüber und da kann sie kein großartiges Theater spielen. Ich finde es gut, was du da alles einfehlst. Auch gut, dass du hier angerufen hast. Ich würde mal vorschlagen, du unterhältst dich jetzt auch noch ein bisschen mit meiner Psychologin. Ja, noch eine kurze Frage. Die kann dir nämlich auch noch vielleicht ein paar Tipps geben, auch wenn du noch Beratungsstellen suchst in deiner Umgebung. Ich nehme das ganze Gespräch gerade auf mit dem PC. Soll ich ihr das morgen vorspielen? Ich würde erstmal so mit ihr reden. Ich würde das Gespräch nicht vorspielen. Ja. Rede erstmal so, dann hast du ein besseres Gefühl, wie ehrlich sie ist und wie spontan sie reagiert. Wenn du ihr das Gespräch erstmal vorspielst, ist sie ja schon vorgewarnt, was alles so kommen könnte. Ja, stimmt.
stimmt. Ne? Ich würde das nicht machen. Vielleicht irgendwann mal, aber nicht morgen. Ja, ich danke dir. Okay, du legst auf, wir rufen, meine Psychologin Elke ruft dich an. Kann ich noch ein Autogramm zugeschickt bekommen von dir? Kannst du. Du sagst meiner Psychologin deine Adresse und schick mir dir zu. Okay. Ja, mach weiter so. Tschüss. Tschüss. Das war der Jannis. So, ihr Lieben, jetzt geht's weiter mit Katharina. Und Katharina ist 19 Jahre alt. Hallo, Katharina. Hallo. Hi. Dein Thema? Ja, mein Thema ist mein bester Freund. Dein bester Freund? Sozusagen. Wir sind seit 4 Jahren befreundet. Mhm. Und er ist im selben Alter wie ich. Mhm. Und vor ungefähr einem Jahr hatte ich so das Gefühl, dass er vielleicht ein bisschen mehr wollen könnte. Ein bisschen wollen könnte? Ja. Vor einem Jahr. Wie ist das Gefühl entstanden? Ja, wir haben uns eben, ja, wenn wir uns aufs Sofa gekuschelt haben, um Filme zu gucken, fing er dann an, mich zu streicheln und sowas. Mhm. Und zu flirten, aber immer noch in so einem Ton, den man noch als scherzhaft auslegen könnte. Ja. Dass ich mir halt nie sicher war. Ja. Und bevor ich dann irgendwie Initiative ergreifen konnte und auch mal nachhaken konnte, ob da irgendwas war, hat er eben vor 4 Monaten eine Beziehung angefangen. Mhm. Mit einer anderen Frau, die ein Jahr jünger ist. Ja. Und die Beziehung ist ja nicht ideal, geht so langsam in die Brüche. Mhm. Aber ich verstehe mich mit ihr auch ganz gut. Mhm. Nur ich habe jetzt gemerkt, dass da durchaus was dran sein könnte, dass ich auch an ihm interessiert bin. Oh. Und plötzlich? Das hat sich so, ich habe, als er mit ihr zusammenkam, die Hoffnung schon aufgegeben. Ja, Moment, damals vor einem Jahr, als das so anfing mit dem Kuscheln bei ihm. Ja. Hat dir das gefallen? Ja, durchaus. Aber du hast nicht zurückgekuschelt, du warst passiv. Doch, ich habe noch so ein bisschen zurückgekuschelt, nur ich war eben ziemlich unsicher. Ja. Ob das für ihn noch normal war oder ob er da tatsächlich irgendwas, ob ich da irgendwas reininterpretiert habe nur. Ja. Und er war eben ziemlich schüchtern, sodass er wohl nicht mehr weitergehen wollte. Ach so, da wart ihr beide irgendwie unsicher und aus der Unsicherheit ist dann nichts entstanden, ne? Genau. Ja, verstehe. Als er dann mit ihr zusammenkam, hat sich das ein bisschen abgekühlt. Mhm. Nur im letzten Monat ist es dann eben so weitergegangen, wie es vor 4 Monaten aufgehört hat. Katharina, als er jetzt mit der einen Frau zusammengekommen ist, mhm, so ganz ehrlich, hast du da schon ein Gefühl von Eifersucht empfunden? Ja. Mhm. Ziemlich schlimm sogar. Ja. Zuerst habe ich nur eingeredet, dass er, ja, dass ich eben sauer bin, weil er Zeit mit ihr verbringt und aber es konnte eben doch ein bisschen mehr sein. Mhm. Und jetzt hat er vor 2 Wochen beschlossen, dass er zu ihr ziehen will. Er hat seine Ausbildung abgebrochen. Mhm. Ich bin eine Woche vorher von ihm weggezogen, also von zu Hause weggezogen, wo er auch wohnt, mhm, 90 Kilometer entfernt. 90? 90. Mhm. Auf jeden Fall will er jetzt zu ihr ziehen. Ja. Und obwohl die Beziehung eben nicht so gut aussieht. Ich wollte gerade sagen, wie komisch, du hast ja gerade gesagt, das kriselt bei denen schon und dennoch wollen die zusammenziehen. Ja, es kriselt auch bei ihm zu Hause im Moment. Ach so. Mhm. Und ich weiß nicht, vielleicht will er die Beziehung noch irgendwie retten oder er glaubt, dass er da noch eine Chance hat oder sowas. Nur vor einer Woche haben wir uns wieder gesehen am Wochenende und dann ist etwas mehr draus geworden als kuscheln. Oh. Also sie haben nicht miteinander geschlafen, aber das lag auch eher daran, dass ich eben nicht sicher war, ob ich das überhaupt wollte. Ja, zudem du ja auch mit diesem Mädchen ganz gut kannst, ne? Ja, eben. Obwohl du auf sie eifersüchtig bist. Ja, ja. Ich verstehe mich mit ihr ganz gut und ich will das jetzt nicht irgendwie, ich komme mir da so ein bisschen unmoralisch vor. Klar. Habt ihr beiden, du und dein Freund, denn jetzt nach dieser etwas heißeren Kuschelnummer schon miteinander geredet? Haben wir, ja. Und, was sagt er? Er sagt eigentlich im Moment gar nichts darüber. Er sagt aber auch nichts mehr über seine Pläne irgendwie umzuziehen oder sowas. Wenn ich ihn darauf anspreche, dann ist er sehr vage. Hast du ihm denn ein bisschen dein Herz offenbart und hast gesagt, eigentlich bin ich schon mehr interessiert? Und nein, doch nicht. Mhm. Also das kann er nur daraus sehen, dass ich eben auch, ja, dass wir uns da ziemlich amüsiert haben. Mhm. Also schon, ist schon ein bisschen was gelaufen. Ja. Und das war schön. Durchaus. Durchaus. Und sehr zärtlich und innig und voller Vertrauen das Ganze. Ja. Ja. Mhm. Nur mein Problem ist halt zum einen, finde ich das ein bisschen unmoralisch, weil ich mich mit ihr gut verstehe und ihr dann den Freund wegzuschnappen, mhm,
Und auf der anderen Seite bedeutet mir die Freundschaft auch sehr viel. Und ich weiß nicht, wenn ich da jetzt mit ihm was anfange. Ja, also ich finde jetzt das allererste, Katharina, was ihr tun müsst. Ich meine, ihr wohnt jetzt 90 Kilometer auseinander, ne? Mhm. Gut, aber ihr könnt telefonieren. Ja, wir sehen uns auch an den Wochenenden. Ihr seht uns also sicher am Wochenende. Ihr müsst jetzt mal richtig Klartext reden, ihr beiden. Mhm. Ihr müsst wirklich Klartext reden. Da deutet ja doch schon viel darauf hin, dass da eine ganze Menge bei euch schon los ist, ne? Und dass da auch wahrscheinlich tiefe Gefühle im Spiel sind. Wenn es hat ja ein gutes Fundament, ihr seid so lange Freunde miteinander. Das ist ja immer, eigentlich ist es immer toll, wenn aus tiefer Freundschaft Liebe wird, weil das ist so solide. Da ist ein gutes Fundament da. So, und dann gab es voriges Jahr schon diese Annäherung von seiner Seite aus. Du hast es nicht richtig erwidert, obwohl dann innerlich hättest du es erwidern wollen, wie wir es gerade besprochen haben. Und jetzt ist schon wieder was passiert. Ja. Jetzt musst du reden. Du musst jetzt musst du den Mut haben und das Ganze auf den Tisch legen und sagen, du, nach dem Motto, wir müssen mal alles klären. Und bei diesem Klärengespräch würde ich dann an deiner Stelle auch sagen, was du empfindest. Ich habe ja nicht viel zu verlieren, weil wenn ich nicht mit ihm rede, dann zieht er auf jeden Fall zu seiner Freundin und ich sehe ihn dann praktisch gar nicht mehr. Ja. Ja, wobei, warum? Ihr könntet ja auch weiter so befreundet sein wie bisher, wie im letzten Jahr. Ja. Oder in den letzten Monaten. Ja, aber das ist jetzt auch nicht die Überlegung. Ich finde, die Überlegung ist jetzt, da muss jetzt eine Klärung rein. Vielleicht liebt ihr beide euch wahnsinnig und nur aufgrund seltsamer Verstrickungen ist das noch nicht zueinander gefunden. Und ich würde jetzt auch an deiner Stelle diesen moralischen Skrupel nicht haben. Du spannst ihm ja erstmal nicht die Freundin aus, sondern du eröffnest erstmal das Gespräch. Und dann muss er entscheiden, was er will. Und wenn sein Herz wirklich groß zu dir hin tendiert, ja, dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Dann ist halt das andere Mädchen nicht seine Freundin. Dann hat die Liebe halt entschieden für euch beide. Okay, dann möchte ich ihn am Wochenende darauf ansprechen. Ja, das würde ich wirklich tun. Und dir wünsche ich alles Glück, dass das so läuft, wie du es gerne möchtest. Danke, Domian. Alles Liebe. Tschüss. So, ihr Lieben, nächste Woche Samstag, also nicht nächste Woche, sondern jetzt diesen Samstag, nächsten Samstag, habe ich als prominenten Gast hier bei mir den Superstar-Gewinner Alexander Klavs im WDR-Fernsehen. Um 23.45 Uhr wird Alexander hier bei mir sein. Und wir werden über alles Mögliche und alles Unmögliche reden. Und ihr seid herzlich eingeladen, mitzureden und mitzufragen und zu diskutieren. Ihr könnt dann den Alexander auch alles fragen, was ihr nur fragen wollt. Und ihr könnt jetzt schon mailen. Wenn ihr mit Alexander sprechen wollt, dann mailt unter domian@wdr.de. Und ich kriege gerade den Hinweis, dass wir diesen Samstag schon um 23.30 Uhr anfangen. Also um 11:30 Uhr, diese Woche Samstag, WDR-Fernsehen, zu Gast bei mir, Superstar-Gewinner Alexander Klavs. So, Rita ist hier. Rita, 43 Jahre alt. Hallo. Ja. Ja. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Rita. Ach, was bin ich aufgeregt. Ach, das schaukeln wir beide schon. Ja, ich hoffe es. Nee, ich habe vor ungefähr 4 Wochen, habe ich ein paar Aufzeichnungen gefunden. Die hat mein Großvater gemacht. Aufzeichnungen? Ja, und zwar geht das um so Straftaten meines Vaters, die der so verbrochen hat. Ja. Das fängt an im Jahre 1946. Und ich bin total schockiert, dass mein Vater so ein schlimmes Vorleben hat. Was hat er denn genau gemacht? Ja, er hatte hat im Knast gesessen wegen Betruges. Mhm. Dann 1948 wegen Notzucht 6 Monate. Wegen Notzucht? Ja, das war ja früher Vergewaltigung. Mhm. 6 Monate und dann war er 2 Jahre von 48 bis 51 wegen Diebstahls hat er eingesessen. Danach nochmal wegen fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht 8 Monate. Also beziehungsweise 2 Jahre, 8 Monate. Du lieber Himmel, da kommt ja eine ganze Menge zusammen. Ja, dann nochmal fahrlässige Brandstiftung, Trunkenheit, Führerscheinentzug etc. Also bis wann geht denn diese? 70. Und ich wusste also gar nichts drüber. Mein Vater ist verstorben im Jahre 76. Ja. Und ich... aber 70? Du bist jetzt 43, da musst du das doch schon mitbekommen haben. Wenn der in den 60er Jahren im Knast war, musst du es doch mitbekommen haben. Ich habe gar nichts mitbekommen. Entweder hat die Familie das totgeschwiegen.
Wohntet ihr denn alle zusammen oder lebte deine Mutter mit dir getrennt von dem Vater? Ja, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und bin dann so 1971 bei meinen Eltern eingezogen. Mhm. Aber ich habe das jetzt, wie gesagt, vor 4 Wochen erst so entdeckt im Nachlass meiner Großeltern. Mhm. Wann sagst du, ist der Vater gestorben? Der ist 1976 76. Verstorben. Und 71 bist du hingezogen zu den Eltern? Ja. Und da hast du gar nichts gemerkt davon? Gar nichts, da nein. War das ein ganz normaler Vater? Ganz normal, ganz lieb und ich habe den auch total geachtet. Der war auch immer ganz, ganz lieb zu mir. Wie war denn dein Verhältnis vorher, als du noch nicht bei den Eltern gewohnt hast? Ja, also weder Mutter und Vater habe ich da sehr oft gesehen, so am Wochenende ab und zu mal. Kann ich nicht groß was zu sagen. Also es war so ein eher neutrales Verhältnis? Ja, ganz neutral. Warum warst du eigentlich bei deinen Großeltern und nicht bei deiner Mutter und deinem Vater? Ja, ich habe meine Mutter befragt, die sagte dann, wir mussten arbeiten und wir mussten Geld verdienen. Aha. Dein Vater hatte teure Hobbys und... Aha. Klingt so ein bisschen nach Ausrede, ne? Ja, Alle mussten Geld verdienen und haben doch Kinder großgezogen, ne? Ja, in der Zeit. Aber was mich jetzt so schockiert, dieses Sündenregister, was er da... Sündenregister und ich... Bist du das einzige Kind eigentlich? Ein Einzelkind, ja. Lebt deine Mutter noch? Die lebt noch, ja. Hast du mit ihr darüber jetzt schon gesprochen? Ja, habe ich versucht, ne? Und? Sie sagt, sie weiß darüber gar nichts. Sie weiß über ein paar Verkehrsdelikte, kann sie mir was sagen, so ab... Aber sie muss doch wissen, dass ihr Mann im Knast gesessen hat, so viele Jahre. Nein, sie sagt, da wüsste sie nichts drüber. Ich weiß auch nicht, ob ich ihr das jetzt so glauben kann. Aber sie war mit ihrem Mann zusammen all die Jahre. Ja, wobei diese schlimmen Straftaten vor ihrer Zeit waren. Ach so. Die haben sich ja 1960, sage ich mal, kennengelernt und das lag so davor. Ach so. Ja, du hast es wahrscheinlich genauer, ich habe es gerade nicht so genau mitrechnen können. Ja. Diese immer wieder die Knastaufenthalte, die waren dann vor der Zeit, als er deine Mutter kennengelernt ganz hat. Genau, ja. Ach so. Ja. Ja, als du mit ihr darüber gesprochen hast. Ja, sie war auch total schockiert. Genau, das wollte ich gerade fragen. Ja. War sie da sehr überrascht und auch schockiert? Ja, und sie sagt, sprich da bitte mit keinem drüber, ne? Ja. Wenn du das jetzt so gelesen hast, sag das bloß nicht und... Also mich füllt das so auf. Ich habe auch versucht, in meiner noch verbliebenen Verwandtschaft, ist ja nicht mehr viel, ist noch eine Tante, die lebt im Altenheim und noch eine weitere Tante, die weiß aber auch nichts drüber und kann keinen befragen. Ja. Dass die Tante nichts weiß? Woher weißt du das, dass die nichts weiß? Ja, ich habe sie gefragt. Ach, du hast ja auch schon gefragt. Ja, die habe ich alle schon so aktiviert, die noch verblieben sind. Sind nur noch zwei. Das war im Nachlass vom Großvater, ne? Ja. Und die Großmutter lebt auch nicht mehr? Sind beide tot, tot. Und auch sonst keine Verwandtschaft mehr da. Eigentlich müsste das doch jetzt ein ganz großes Gesprächsthema zwischen dir und deiner Mutter sein. Ja, nee, aber sie sagt, sprich da nicht drüber und dass das bloß nicht an die Öffentlichkeit kommt und jetzt bin ich im Fernsehen, ne? Sag ich mal. Na gut, bist ja anonym und man sieht dich nicht. Das kann ich mir vorstellen, dass einem das... Das haut einem so das Bild kaputt, ne, von deinem Vater. Ja, absolut. Obwohl das Bild, ja, finde ich, schon ein bisschen angeknackst ist, dass du als Kind nicht bei deinen Eltern aufgewachsen bist. Das finde ich so seltsam irgendwie. Ja, ist auch sehr traurig, ja. Ja. Nimmst du das auch deiner Mutter übel, dass das so gekommen ist damals? Ja, teils. Ich versuche sie zu verstehen. Ja. Weil ich denke, war ja auch der Krieg, in dem sie groß geworden ist. Sie hat auch ein schlechtes Verhältnis zu ihrer Mutter, hat das so an mich weitergegeben. Ja. Ach so, das Verhältnis ist bis heute nicht so doll mit deiner Mutter. Ist nicht so doll, nein. Bist du in einer Ehe? Ja, ich bin verheiratet. Das heißt, aber dein Mann hast es erzählt? Ja, der weiß ja. Und wie schätzt der das ein? Hat der irgendeine Meinung geäußert? Ja, er hat mich nur angeregt, dass ich da auch mal nachforsche, ne? Aber da kann man gar nicht mehr so viel forschen jetzt, ne? Die Zeitzeugen sind alle irgendwie weg und... Deswegen hatte ich jetzt überlegt, bei dir mal anzurufen. Vielleicht weiß ja noch jemand was, wenn ich mal diesen Ort kurz benenne und wo das passiert ist und vielleicht... Ja, das ist jetzt so eine Frage, ob der eine oder andere zu. Ob du das wirklich willst, weil wenn man jetzt nähere Details sagt, bist du natürlich erkennbar. Und die Frage ist, möchtest du das? Ja, doch, das möchte ich. Das möchtest du, dir ist das nicht peinlich? Auf jeden Fall, nein. Das würde ich gerne wissen wollen.
Wobei, ich bin jetzt so ein bisschen gebremst. Man muss ja auch noch den Willen deiner Mutter respektieren. Ja, auf jeden Fall, genau. Die möchte das nicht. Wenn wir jetzt beispielsweise den Namen deines Vaters sagen und den Ort, ja, dann ist es natürlich raus und deine Mutter hat unter Umständen die Folgen zu tragen. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Das müsste man vielleicht doch mal nochmal genau überlegen, ob wir das tun sollten. Ja. Da musst du abwägen, ob was dir wichtiger ist, dein Befinden oder... Ja, also da denke ich, bin ich jetzt mal Egoist und denk mal an mich. Hau was mal raus. Wir können das ja ein bisschen vorsichtig machen. Wir müssen ja genau. nicht, wir müssen, können ja nur mal den Vornamen sagen, ja, von dem Vater. Wir können ja mal die Jahreszahl sagen. Ja, also ganz die Verurteilung. Genau. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt das Delikt auch in dem Jahr stattgefunden hat. Das war 1953. Auf der Strecke von Wunsdorf nach Kohlenfeld, das nennt sich Stadtfeld, das war damals eine Gaststätte, und da ist mein Vater mit einem Motorrad wohl des Weges gefahren und hat da eine Person zu Tode gebracht. Jetzt möchte ich dich doch noch ein bisschen genauer fragen, das weißt du ja jetzt schon alles und es ist auch mit der traurigen Gewissheit verbunden, dass da ein Mensch gestorben ist bei. Was willst du denn jetzt noch mehr wissen? Ja, ich möchte wissen, ob dieser Mensch vielleicht eine Familie hatte, was für ein Leid dem zugefügt wurde. Und dass man sich, ich sag mal, so stellvertretend am Grab entschuldigen kann. Ja. Warum würde mir Erleichterung verschaffen. Würde dir Erleichterung verschaffen. Man könnte jetzt auch sagen, warum soll man jetzt so in der Vergangenheit wühlen und vielleicht auch noch irgendwo alte Wunden wieder aufreißen? Vielleicht sollte man es doch so belassen. Ist es nicht meine Meinung? Ich frage dich jetzt nur mal so. Vielleicht kann man auch alte Wunden heilen, indem man einfach so was Verschwiegenes mal ans Tageslicht bringt und dann einfach mal so verzeiht und dann kann es ruhen. Ja, und es gibt ja noch einen schlimmen Fall, den du gerade genannt hast, nämlich eine Vergewaltigung. Ja, in welchem da weiß ich gar nichts drüber, da habe ich überhaupt nichts. Du weißt doch nicht, in welchem Jahr das passiert ist. Das war 1948. 48, das ist natürlich alles sehr lange her. Ne? Ja, die Wahrscheinlichkeit, das ist das Problem. Dass sich man da jemand da gar nicht keine Daten mehr erfragen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand jetzt gerade auch, als du es gerade beschrieben hast, so irgendwie sagt, das war damals, die ist äußerst gering, würde ich sagen. Ja. Äußerst gering, wenn da jemand jetzt irgendwie, in welchem Bundesland liegt das? In Niedersachsen. In Niedersachsen, dann kann man natürlich gerne an uns schreiben oder an uns mailen. Ja. Domian@rde, das würden wir an dich weiterreichen. Aber ich will dir mal keine großen Hoffnungen machen. Ich glaube, die Chance ist sehr gering. Ja. Es ist die Frage natürlich, wie gehst du mit diesen, wenn du nichts erfährst, wie gehst du mit diesem Wissen um? Ne, das ist jetzt, finde ich, eine wichtige Frage. Ja, das sind so übernommene Altlasten für mich. Genau, sehr sensibel und sehr einfühlsam. Und genau, du kannst dich nicht auseinandersetzen, da ist niemand und du kriegst das jetzt vors Gesicht geklatscht, genau, diese Vergangenheit, und nun stehst du da. Ne? Ja. So war meine Mutter, als ich sie damit konfrontiert habe, auch noch gesagt hat, dass mein Großvater, also mütterlicherseits, bei der SS war, ne? Und auch Juden abgeholt hat zu Hause, ne? Das kam jetzt irgendwie noch so dazu. Man fühlt sich einfach schlecht, ne? Jetzt machen wir mal Folgendes. Also wenn sich bei uns jetzt jemand melden sollte, wie gesagt, ich bin sehr, sehr skeptisch, dann geben wir es natürlich an dich weiter. Ich möchte dir aber auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja. Solche Fälle betreffen natürlich immer wieder Menschen, die direkt nichts mehr tun können, und es gibt sicher da auch Strategien, wie man damit fertig wird. Okay? Ja, das nehme ich gerne an. Ja, dann legst du bitte auf und die Elke ruft dich an. Ja. Alles Gute, schön. Von Herzen. Tschüss. So, Freunde und Freundinnen, unser Thema diese Woche in der Woche, und zwar in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, heißt: Mein Partner hat mich erwischt. So, und wenn ihr irgendwie irgendwo bei irgendwas erwischt worden seid von eurem Partner, bei etwas vielleicht eher skurrilen oder vielleicht auch bei etwas sehr Ernstem, dann seid ihr meine Gesprächspartner in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Könnt ihr euch heute auch schon anmelden per E-Mail unter domian@wdr.de. Also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema: Mein Partner hat mich erwischt. Heute haben wir eine Freitemennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ruft mich an, Telefonnummer 0800 220 5050. Die Marita ist hier, und Marita ist 51. Hallo Jürgen, guten Morgen. Hallo Marita, guten Morgen.
Also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag könnte ich auch mit dir sprechen. So. Dann sprechen wir über das Thema, ich habe meinen Partner erwischt. Aha, aber heute hast du wegen was anderem angerufen. Heute habe ich wegen was anderem angerufen, ja. Und zwar gestern vor 14 Tagen, also Dienstag vor 14 Tagen, ist mir was ganz, ganz Schreckliches passiert. Mhm. Ich sitze zu Hause in meiner Wohnung, trinke einen Kaffee, nachdem ich von der Arbeit gekommen bin, und höre, wie jemand Hilfe ruft. Ich denke zuerst, das kommt draußen von der Straße. War aber nicht so, weil dann jemand Marita Hilfe gerufen hat. Ich mache meine Wohnungstür auf und oben auf der Treppe, genau gegenüber von meiner Tür, steht mein Nachbar, der seit 6 Wochen bei uns im Haus gewohnt hat, blutüberströmt und ruft: Marita, Marita, helf mir, ruf mir einen Krankenwagen. Und ich renne zum Telefon, ruf die Feuerwehr, sag auch gleich zu denen, schickt mir noch einen Notarzt mit, der verblutet mir hier. Und geht bis zur Tür und wollte eigentlich die Treppe hochgehen, Jürgen, aber ich konnte die Treppe nicht hochgehen. Das Bild war so weit von schrecklich und sag nur zu ihm: Guido, die kommen gleich. Und er dreht sich rum und sagt: Danke, Marita, und fällt um und ist tot. 33 Jahre alt, Jürgen. Aber was ist denn passiert? Ja, der Notarzt hat dann im Nachhinein festgestellt, ihm ist die Aorta geplatzt im Körper. Und da ist das Blut aus allen Löchern, die der Mensch hat, rausgelaufen. Im Alter von 33 Jahren schon? Ja. Ich kenne das nur so, als dass das ältere Leute bei älteren Leuten vorkommt. Also die Hauptschlagader ist das, ja. Ne? Du lieber Gott. 33 Jahre und 33 ist von innen Jahre. Quasi verblutet. Weil ja, innerhalb von 4-5 Minuten. In dem Moment, als der da zusammengesackt ist, kommt auch unten ins Treppenhaus schon der Notarzt rein. Rennt hoch, rennt an mir vorbei und guckt mich nur an und sagt, sie hätten nichts machen können, der ist tot. Ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd. Und dieser Nachbar ist relativ neu in eurem Haus. Der hat seit 6 Wochen erst da gewohnt. Wie war denn dein Verhältnis zu ihm? Ja, in den 6 Wochen, wir haben uns dann 3-4 Mal gesehen. Er war ein ganz, ganz lieber. Er hat mir sogar geholfen, meinen Computer zu installieren. Und ich sag noch an dem Tag, das war ungefähr 8 Tage vorher, zu ihm: Guido, du hast bei mir was gut, wenn mal irgendwas ist. Wir haben eigentlich ein sehr gutes Verhältnis hier im Haus. Komm einfach und klingel oder frag mich, wenn was ist. Und der ruft: Marita, Hilfe, und ich kann gar nichts für ihn tun. Hast du denn da im ersten Moment gedacht, da ist vielleicht ein Verbrechen passiert? Ja, ich wusste gar nicht, was war. Ich habe nur das viele Blut gesehen und im ersten Moment habe ich gedacht, der hat sich gestoßen oder was weiß ich. Gell? Das Blut kam aus dem Mund auch raus? Mund, Nase, Ohren, überall kam Blut. Also Wahnsinn. Jesus am Kreuz war ein Scheißdreck dagegen. Naja, so wollen wir es nicht ausdrücken. Aber das, ja, aber tut mir leid, aber das Bild, das war sowas von grausam. Und der sagt: Danke, Marita, und fällt um und ist tot. Ja. Und dann wurde er gleich vom Leichenwagen abgeholt wahrscheinlich. Ja, nee, der Notarzt hat noch 1,5 Stunden an ihm rumgeschafft. Der hat ihn noch versucht, die haben ihm noch den Brustkorb aufgeschnitten und wollten noch gucken, haben noch Blutinfusionen und alles nochmal, aber war gar nichts zu machen. Hast du im Nachhinein irgendwas erfahren, ob er vorher schon erkrankt mal war, ob er Schwierigkeiten hatte? Ich habe nachher im Nachhinein gehört, dass die Mutter, aber da muss man ja immer vorsichtig sein mit solchen Sachen, dass die Mutter gemeint hat, er hätte ein Alkoholproblem gehabt und er wäre mal als 16-Jähriger irgendwo, hätte er mal was am Herz gehabt. Aber wie weit das jetzt stimmt, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ist ja auch jetzt müßig, ne? Jetzt ist es ja geschehen. Eben. Aber der lag 2,5 Stunden da bei uns im Treppenhaus. Ich habe gedacht, ich müsste wahnsinnig werden. Vor allen Dingen das Bild, auch wenn ich heute die Tür noch aufmache. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ich höre den immer noch rufen, ne? Ich höre den immer rufen und sehe den da oben stehen. Habt ihr anderen, also vor 2 Wochen, ne, sagst du, war das? Ja, gestern vor 2 Wochen. Ja. Habt ihr anderen Mieter im Haus? Es waren nicht mehr viele Mieter im Haus. Meine Tochter wohnt 2 Etagen über mir. Und meine älteste Tochter war in dem Moment auch gerade aus Amerika auf Besuch. Die saßen natürlich da oben 2 Etagen höher fest. Ich war hier in der Wohnung mit meinem Enkel, der ist jetzt 8. Also, ja, das war schlimm. War wirklich schlimm. Ja, das glaube ich wirklich. Vor allen Dingen so dicht und so einer vor deinen Füßen. Ja, und der ruft: Marita, helf mir. Und ich konnte nichts machen. Ja. Ne? Bedankt sich dann und fällt um und ist tot. Ja, es ist fast wie eine Filmszene, ne? Stellt man sich das fast vor. Wie schrecklich, ja.
das braucht sich ja schon seine Zeit, ehe du das so einigermaßen so verarbeitet hast, ja. Obwohl du diesen Mann gar nicht näher gekannt hast. Aber richtig. Es ist eben das, den Moment, den hast du erlebt und das Bild hast du vor Augen, ja. Und es dauert halt wirklich eine Weile, ehe du darüber kommst, mit Sicherheit, ja. Vor allen Dingen, ich bin dann hinterher hingegangen, ich habe ihm dann eine Kerze gekauft, habe ihm eine Blume bei mir auf den Tisch gestellt, weil ich sie nicht vor die Tür stellen wollte, weil wie gesagt, der Kleine da auch andauernd vorbeigeht. Warst du auch auf der Beerdigung? Nee, konnte ich leider nicht. Die war ein bisschen weiter weg von mir, wo ich wohne. Mhm. Und dadurch, dass die Arbeitszeit so komisch gefallen ist, ich hatte mich zwar bei der Mutter erkundigt, wann und wo die Beerdigung ist, aber... Ja. War mir dann nicht möglich mitzugehen, aber als sie ihn dann runtergetragen haben, der Leichenbestatter, habe ich mich halt bei ihm verabschiedet, weil das ganz Kuriose ist, die Treppe, die hochführt, ist auch relativ steil und als sie ihn da runtergetragen hat, ist er dann mit den Füßen noch raus und ist bei mir gegen die Tür. Gott. Ich habe dann nur zu ihm gesagt, Guido, das ist gut für heute, gell? Tschüss, ich, ja, das war sowas von, oh, ich kann das gar nicht erklären. Ich wünsche dir, dass du da drüber kommst. Ja, ich hoffe doch. Und ich rede jeden Tag mit ihm, ne? Ich muss auch jeden Tag an seiner Tür vorbei, wenn ich hochkomme. Ja, ja. Wenn das so deine, das finde ich auch gut. Wenn das so deine Methode ist, damit das zu verarbeiten, finde ich das völlig in Ordnung. Ja gut, er hat ja lange im Treppenhaus gesessen und da musste halt vorbei. Ja, und ja, irgendwo ja, denke ich, kannst ja nicht da stehen bleiben, weil... Sprich einfach weiter mit ihm, wenn dir der Sinn danach ist. Liebe Marita. Ja. Ein ganz schreckliches Erlebnis. Ganz schreckliches Erlebnis, das glaube ich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und dann nachempfinden. Ist auch nicht so einfach da, die ganze Sache. Ja. Und das finde ich einfach so, ja, hat mir mal wieder bewusst gemacht, wie flott es doch rum sein kann. Ich sag's dir, es kann von einer Sekunde, kann es auf die andere, jeden von uns treffen. Ne? Ja, und wenn du dann siehst... Wahrscheinlich ohne, dass der auch irgendwas gespürt hat. Ne? Der war vielleicht ein paar Stunden vorher noch ganz quietschfidel. Und, richtig. Ja, ja. Das muss man wirklich vor Augen haben. Und wenn du dann siehst, wie manche Menschen miteinander umgehen, dann fragst du dich, hallo, wo führt das noch hin? Ne? Ich wünsche dir alles Liebe von Herzen. Ich danke dir. Auf Wiederhören, Marita. Danke. Tschüss. Tschüss, Tommy. Hier ist der Benjamin. Benjamin ist 17. Hallo. Benjamin. Hallo, Domian. Jo, dein Thema. Also, ich habe ein Problem mit meinem besten Freund. Mhm. Was ist das für ein Problem? Also es geht um ein Mädchen halt. Und wir sind beide in das Mädchen verliebt. Kompliziert. Ja. Wie lange seid ihr schon verknallt in die? Ja, 3 Monate. Mhm. So, und sie hatte die 3 Monate halt noch einen Freund. Mhm. So, und aber der Freund, wenn ich das sagen darf, hat sie die ganze Zeit verarscht. Mhm. Hatte neben ihr andere. Ja. Sie wollte das erst nicht wahrhaben, hatte ihn noch geliebt. Ja. Und dann will sie ihm übermorgen oder so sagen, dass es vorbei ist, weil sie rausgekriegt hat, dass er sie halt verarscht hat. Sie will ihm übermorgen das sagen? Ja. Das weißt du? Das weiß ich, das hat sie mir erzählt, ja. Das heißt, so. dann ist sie frei, oder was? Ja, genau. Das heißt, sie will übermorgen definitiv Schluss machen mit ihm? Genau. Mhm. So, und dann kommt da das Problem zwischen mir und meinem besten Freund halt. Ja. Sie redet mit mir offen darüber, dass sie mehr Gefühle hat für meinen besten Freund als für mich. Mhm. Aber da ist auch noch nichts gelaufen zwischen ihr und deinem besten Freund. Nein, das gar ist nicht. Alles nur so auf der Gefühlsebene und theoretisch. Genau. Mhm. Aber so. Dann habt ihr beide auch ein gutes Verhältnis miteinander, du und das Mädel. Ne? Wenn ja, sie, so richtig, richtig dicke Freunde, würde ich sagen. Richtig dicke Freunde, aber auch noch nie was passiert. Nein. Nein, ja. Und sie hat dir jetzt und sie weiß das, dass du interessiert bist? Ja, sie weiß es auch. Und hat dir dann gesagt, aber pass mal auf, eigentlich empfinde ich mehr für deinen besten Freund. Genau. Hast du schlechte Karten? Ja, leider. Hast du verdammt schlechte Karten, Benjamin. Mhm. So schlechte Karten, dass es ja gar keinen Ratschlag gibt. Wenn die das so empfindet und die das so sagt, kannst du gar nichts machen. Mhm. Ja, und Weiß dein bester Freund das schon, dass er da die Glückskarte wahrscheinlich ziehen wird? Ja, hat sie ihm heute gebeichtet. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich damit dann später umgehen soll, weil ich glaube sowieso, dass die zusammenkommen. Werden sie auch wirklich. Und ich weiß nicht, wie ich damit dann umgehen kann. Kann ich auch gut nachvollziehen, dass man da erstmal gebremst und gehemmt ist, man ist eifersüchtig. Das Verhältnis zwischen dir und deinem Kumpel und deinem Freund ist dann angespannt, angekratzt und zu dritt was machen ist auch blöd. Ne, da kommt man sich als fünftes Rad am Wagen vor.
Ja, genau. Ist eine schwierige Sache. Also erstmal würde ich mich jetzt was das Mädchen anbelangt, auf keinen Fall da weiter ins Zeug legen. Die hat klar gesagt, wen sie will. Mhm. Da macht man sich lächerlich, wenn man dann noch anfängt, nochmal neu zu baggern oder zu zappeln. Ja, klar. Und dann lass mal den Dingen ihren Lauf und sollten die zusammenkommen, dann beobachte dich mal, was das so mit dir macht. Und wenn dir das zu sehr an die Substanz geht, dann würde ich mich an deiner Stelle auch erstmal von beiden ein bisschen zurückziehen. Das ist zwar doof, weil dann auch deinen besten Freund erstmal nicht so vielleicht verlierst, aber musst ihn ja nicht gleich verlieren. Aber geh erstmal ein bisschen auf Distanz, bis du das so für dich verarbeitet hast. Ja, nur das Problem ist, die wohnen halt fast nebenan. Also sie wohnt eine Straße weiter und er wohnt fast nebenan. Das heißt, ihr lauft euch ständig über den Weg. Genau. Ja, das musst du dann aushalten. Da gibt's keine Lösung. Das musst du aushalten. Aber du kannst natürlich ein bisschen auf Distanz gehen, dass der nicht noch gezielt euch verabredet und gezielt was zu dritt macht und so weiter. Das kannst du schon machen, aber mehr ist nicht drin. Ja, mein bester Freund hat halt ein richtig gutes Verhältnis mit meiner Mutter. So, und ich wohne halt oben und wenn es schellt, ich lasse ich natürlich Muttern aufmachen. Und er kommt dann halt, er ist jeden Tag bei mir seit fast 2 Jahren. Na gut, aber du kannst ja dann zu ihm auch sagen, wenn nehmen wir mal an, die beiden kommen zusammen. Dann kannst du ihm, wenn ihr beste Freunde seid, kann man ja auch so offen reden. Dann sagst du, pass mal auf, ich kann im Moment noch nicht richtig damit gut umgehen. Lass uns mal ein bisschen bremsen, auch unsere Freundschaft. Lass uns mal nicht jeden Tag sehen. Lass uns einfach die ganze Sache mal ein bisschen runterfahren. Das wäre mein Ratschlag an dich. Mehr ist in der verzwickten Lage, in der ihr da steckt, gar nicht zu machen, glaube ich. Ja, nur ich hatte mir dann ja die ganze Mühe gegeben, dies und das gemacht und dann erfahre ich halt, dass ich keine Chance habe im Moment. Tja. Das ist schon ein bisschen hart. Das ist hart. Aber so passiert's. Wahrscheinlich wird es dir noch ganz sehr oft im Leben passieren. Leider ist es so. Man kann Liebe nicht so bestellen und sich. Und wenn man sich noch so bemüht, wenn jemand, den man lieb hat, wenn derjenige einen anderen gerne hat, kann man nichts machen. Ja. So ist das Leben, das Schicksal halt. Ja. Also, ich würde sagen, an deiner Stelle erstmal ein bisschen zurückfahren, abwarten, was da läuft. Und vielleicht kannst du dich ja auch sogar nach ein paar Monaten oder ein paar Wochen schon damit arrangieren und dann läuft das auch wieder. Ja, gut, das wäre eine recht gute Idee. Ja, wünsche ich dir alles Liebe, Benjamin. Okay, wünsche ich dir auch. Kann ich ein Autogramm von dir haben? Ja, dann leg mal auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Und hier zu Marita hieß sie gerade. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute, dass sie das übersteht mit dem Tod von dem Nachbarn. Das ist aber sehr lieb von dir, finde ich toll. Okay. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema am Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, heißt: Mein Partner hat mich erwischt. Und wir können es auch ein bisschen rumdrehen. Ich wurde von meinem Partner erwischt. Das können wir auch gelten lassen. Wenn ihr da euch zu äußern wollt, dann könnt ihr jetzt schon mailen unter domian@wdr.de. Und am Samstag um 22.30 Uhr im WDR-Fernsehen habe ich Promi-Besuch. Und hier wird sein der Superstar-Gewinner Alexander Klavs. Und wenn ihr da mitmachen wollt, wenn ihr mit Alexander sprechen wollt, dann könnt ihr euch heute auch schon ab heute anmelden per E-Mail eure Fragen und dann auch eure Telefonnummern uns mailen und wir rufen euch dann zurück am Samstag. Wahrscheinlich nicht jeden und alle, aber mailt mal unter domian@wdr.de. Amir, 20 Jahre alt. Hallo Amir. Ja, hallo Domian. Ja, und was geht's bei dir? Also bei mir ist das folgendes Problem, habe ich. Ich war knapp 2 Jahre mit meiner Ex-Freundin zusammen. Ja. Bin jetzt mittlerweile, denke ich mal, so 9 Monate von ihr getrennt. Ja. Und ja, das Problem ist einfach, seitdem wir getrennt sind, haben wir zwischendurch sexuellen Kontakt. Warum? Warum? Ja, also von meiner Seite aus, ich würde sagen, weil ich sie noch liebe, würde ich sagen. Weil du sie liebst oder weil du sie scharf findest? Unter anderem. Also an ihr ist einfach, also rein optisch gesehen, natürlich, das ist meine Traumfrau irgendwie. Ja. Vom Charakter her gesehen hat sie sich stark verändert. Den Charakter würde ich nicht unbedingt jederzeit lieben. Wie früher halt, aber Warum habt ihr euch überhaupt getrennt? Warum? Also sie hat mit mir Schluss gemacht. Warum? Ich würde sagen, 3 Monate bevor sie sich von mir getrennt hat, war das folgende Problem, dass
dass sie so einen SMS-Test mit mir gemacht hat. Mhm. Was heißt das? Ja, sie hat sich als ein anderes Mädchen ausgegeben von einer anderen Handynummer aus. Und ich bin da leicht drauf reingegangen. Was? Leicht, aber ich weiß nicht, das kann man schlecht erklären. Also ich was hat sie dir denn gesimst? Also als anderes Mädchen angeblich? Ja, also ich habe jetzt erstmal geschildert, wie meine Traumfrau ja sein sollte, ne? Ja. Also das rein optisch gesehen. Ich habe gesagt, schwarze Haare hier, da, schöne helle Augen. Stopp, und so. Ich muss mal fragen, du bekamst dann eine SMS von irgendeinem fremden Mädchen angeblich? Oder wie? Ja, von einem fremden Mädchen. Von einem fremden Mädchen. Ich habe mal in so einem Eiscafé gearbeitet. Ja. Und sie meinte also halt, sie hätte die Nummer von so einem Freund von mir. Ah, verstehe. Sehr geschickt eingefädelt. Ja, so total geschickt, aber eigentlich auch nicht so geschickt. Und ich war so dumm, so naiv, dass ich darauf eingegangen bin. Und hast ihr dann gesimst, wie deine Traumfrau aussehen sollte? Nicht ihr, sondern meine Freundin. Sie wusste ja, wie meine Traumfrau aussehen sollte. Achso, da warst du aber schon ehrlich. Da hast du dann deine Freundin beschrieben. In der SMS. Ja, richtig so. Und sie hat dann gesagt, ja, ich sehe so ähnlich aus und hier und da. Ja. Und das hat mir irgendwie auch teilweise gefallen. Nur halt, es hat mir nicht gepasst, dass sie meine Nummer hatte, weil es nicht üblich ist, dass meine Freunde meine Nummer weitergeben. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, lass treffen hier und da. Und es wär eigentlich zum Treffen gekommen. Ja. Aber meine Freundin hat das verändert, indem sie mich am Abend angerufen hat und gesagt hat, ja, was machst du denn morgen? Und da habe ich gesagt, ja, gar nichts. Und sie meinte dann so, ja, sollen wir uns nicht morgen treffen? Da habe ich natürlich gesagt, ja, selbstverständlich, mit dir treffe ich mich doch natürlich. Lieber treffe ich mich mit meiner Freundin, als mit irgendeiner, die mir gerade eine SMS geschrieben hat. Mhm. Ja. Mhm. Und so ging das hin und her und ich habe mich also halt mit ihr verabredet. Am nächsten Tag schrieb ich dann meiner damaligen Freundin, dass ich sie wirklich nie betrügen würde und sie sollte sich wirklich bloß keine Gedanken machen. Ja. Und es kam danach, nach einer halben Stunde eine SMS von der anderen Nummer, von der sie mir immer gesimst hat. Also halt, ich weiß, ich kann dir zu 100%ig vertrauen, Stichwort das. Mhm. Und da war sie sehr stark verletzt. Ich habe die Beziehung auch geschafft zu retten, sagen wir es mal so. Also nur wegen diesem SMS-Schmankerl, wegen diesem kleinen Scheiß, hat sie den Schluss gemacht? Da hat sie noch nicht Schluss gemacht gehabt. Sie war stinkesauer auf mich. Ach so, was war denn ihr Grund, warum sie Schluss gemacht hat? Nach drei Monate später, so nach diesem Vorfall, hieß es eigentlich von heute auf morgen, wirklich von heute auf morgen, ich liebe dich nicht mehr. Ach. Das kam knallhart, wirklich. Ohne Begründung, einfach so. Ohne Begründung. Sie meinte einfach zu mir, ich lieb dich nicht mehr. Oh, da ist ein anderer Typ im Spiel. Nein, damals nicht. Nein, damals nicht. Mittlerweile ja. Mittlerweile ist das schon ein anderer Typ im Spiel. Ah, also sie hat damals gesagt, ich lieb dich nicht mehr. Richtig. Hat sie nicht großartig begründet, aus heiterem Himmel, dich hat's umgehauen und dann war Schluss. Schlagartig war Schluss. Ja, es war schlagartig Schluss. Ja, so, mittlerweile hat sie einen neuen. Ja, sie hat mittlerweile einen neuen Freund. Dennoch habt ihr Sex miteinander. Wir haben doch Sex miteinander. Würdest du denn gerne zu ihr zurückgehen? Aber nicht so schnell. Ich glaube, ich bräuchte auch Zeit so. Also ich liebe sie wirklich. Ich glaube irgendwie. Weißt du, das spricht nicht für die Frau. Wenn die das jetzt mit ihrem Freund macht. Ja. Das heißt, die geht ja fremd mit dir, ne? Richtig, aber sie hat ja mit ihm keinen sexuellen Kontakt, sagt sie mir. Ah. Nur Knutscherei. Ah. Wie lange sind die zusammen schon? Ich würde sagen so zwei Monate so. Und warum? Also so eine Kennenlernphase. Und das glaubst du ihr, dass da nichts läuft? Ich glaube ihr das, weil... Ja, aber umso schlimmer, wenn die in einer Verliebtheitsannäherungsphase sind. Ja. So, und die geht dann schon wieder mit einem anderen Typ, sprich jetzt mit dir fremd. Ja. Spricht das nicht für die Frau? Das, was die jetzt mit dem macht, würde sie mit dir auch wiederum machen. Die ist nicht ehrlich, das stimmt aber nicht. Aber das Problem ist, zum Beispiel, wo wir uns kennengelernt haben, da war es genau das Gleiche. Also war diese Kennenlernphase genau auch eine ganze Langeweile. Wir haben 3 Monate gebraucht, bis ich sie wirklich das erste Mal geküsst habe. Ja, ich durfte sie nicht berühren, gar nicht. Ja, und vielleicht ich war ja auch ihr Erster. Ich habe sie in Jungfahrt. Ach so. Und, aber vielleicht ist sie jetzt anders drauf und irgendwas stimmt da nicht. Ich witter da was, da stimmt was nicht. Ja, aber ich kann es selber nicht mehr beurteilen, was sie denn so ganz genau empfindet. Du, das wollte ich gerade fragen. Warum, wie begründet sie das denn? Was will sie denn von dir noch? Also zum Beispiel, wenn ich ihr meine SMS zeigen könnte, zum Beispiel schrieb sie mir am 24. wären wir jetzt normalerweise 2 Jahre und 7 Monate zusammen. Mhm. Und dann schrieb sie mir in diesen SMS, über Schatzi zum Beispiel, schreibt mir Schatzi, Mausi, Mopsi und hier und da, ne? Mhm. Und schreibt mir in diese SMS, ja, wie schön das wäre, wenn wir jetzt noch in 2 Jahre und 7 Monate zusammen wären, überleg doch mal darüber dies und das. Und dann kommen auch so SMS, ich fühle mich so wohl, wenn ich bei dir bin, ich würde so gerne in deinen Arm liegen und hier und da. Dann frag sie doch mal ganz einfach, was willst du eigentlich? Willst du wieder mit mir zusammen sein?
Ja, aber ich gehe in diese Richtung und sage ja das auch, dass ich sie sehr gerne habe und alles. Und sie erwidert das auch. Sie schreibt mir immer, ich habe dich so sehr lieb, ich habe dich wirklich... Frag sie ganz klar, ob sie wieder mit dir zusammen sein will. Aber was ist denn mit dieser anderen Person? Ist erstmal egal. Frag sie. Aber ich hab auch davor Angst, dass das danach total zerbricht, ja? Zum Beispiel, ich habe ja auch mit anderen Frauen sexuellen Kontakt und das schweige ich hier, ja? Ja, und das Problem ist ja auch, dass du auch noch nicht so ganz entschieden bist, ob du wieder zurück willst. Ich will sie schon haben. Ich will sie wirklich haben. Aber wo du gerade so gesagt hast, vom Charakter her, sind da schon Sachen, die du nicht so ganz toll findest, ne? Manchmal wirkt sie aber auch als ein ganz anderer Mensch. Also kommt sie manchmal so rüber. Was macht man da? Ihr beiden habt Sex miteinander. Ja. Sie schreibt dir irgendwelche tollen SMS. Du bist auch noch irgendwie interessiert an ihr. Sehr. So, also muss man da erstmal Tacheles reden. Man muss mal Klartext sprechen. Und muss sagen, pass mal auf, komm, was machen wir hier für einen Kindergarten? Wenn wir beide... Ja, aber der Knaller ist ja, dass wir zum Beispiel, also es klingt hier, für normale Kleinen klingt das immer doof, wenn man sich aneinander verspricht, also dass man heiraten wird. Ja. Und wir haben uns versprochen, dass wir heiraten werden, ja? Ja. Und wenn ich sie ja so bis heute hin darauf anspreche und sie frage, ob sie das auch ernst meint, dann ist sie verneint das nicht. Also sie sagt selber, ja, warum nicht? Das würde ich gerne machen. Darüber müssen wir jetzt noch nicht sprechen, ob ihr heiratet. Ja, aber... Das finde ich erstmal jetzt unwichtig. Ich finde wichtig, ob ihr beide wieder zusammenkommt. Und das geht nur, indem ihr beide euch darüber richtig klar, ehrlich unterhaltet. Nur so geht es. Und das würde ich an deiner Stelle machen. Aber ich glaube, danach würde sogar die ganz komplette auch Freundschaft kaputt gehen. Warum? Wie wenn du die Frage stellst? Ja, ich habe ja schon mal mein Herz offenbart vor ungefähr drei Monaten. Und ich habe ja alles gesagt, aber da kam nicht diese Hundertprozentigkeit zurück. Also ich fühle mich irgendwie, teilweise fühle ich mich ab und zu mal so ausgenutzt. Also halt so. Ja, vielleicht ist das wirklich der Fall, dass sie einfach nur dich als Gespielen benutzt. Kann ja sein. Eventuell, dass das für sie so eine Bestätigung oder so eventuell. Vielleicht hat sie doch mit dem anderen Mann Sex. Ja, vielleicht. Und will mir das nicht gestehen und denkt sich, ja, warum? Ich habe jetzt... Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst das Spielchen mit und sagst auch, okay, komm, ich habe meinen guten Sex ab und zu mal. Ja, sehr gut. Oder... Sehr gut. Ne? Oder wenn du wirklich ernsthaft interessiert bist, dann musst du was wagen. Dann musst du sagen, pass mal auf, wie ich gerade schon sagte, komm, lass uns mal Klartext reden. Auch mit der Gefahr, dass es dann kaputt geht. Ich finde, dass es nur die beiden Möglichkeiten gibt. Aber es ist so schwierig. Ja. Man sagt das so leicht, es ist so schwierig, ja, sich schon. Von diesen Menschen zu trennen. Also überleg mal, ich bin jetzt 9 Monate von ihr getrennt. Ja, gut, aber natürlich. Aber du musst ja im Klaren werden, was du wirklich willst und was du in die Waagschale werfen willst. Wenn du nur eine Sexbeziehung weiterlaufen lassen willst, okay, dann lass die laufen. Wenn du an der Frau wirklich interessiert bist, dann tu was. Mit der Gefahr, dass es auch kaputt geht. Mhm. In diesem Sinne, mein Lieber. Ja. Amir. Sehr nette Gespräche. Was? Das war ein sehr nettes Gespräch. Ja, ich hoffe, dass... Hat mir ein bisschen geholfen. Ich hoffe, dass es dir was bringt und dass du Glück hast. Ich glaube, ich werde auf dich hören. Alles Liebe. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Michael, 22, hallo. Morgen, Jürgen. Morgen, Michael. Also. Was ist dein Thema, ja? Mein Thema ist, dass ich jetzt demnächst für 15 Monate ins Gefängnis muss. Oh wie? Warum? Ja. Ich bin vor 3 Jahren verurteilt worden. Ich habe mit meiner damaligen Freundin früher mal einen Bankbetrug mal gemacht. Ein was? Ein Bankbetrug. Ein Bankbetrug? Richtig. Was hat der da gemacht? Meine damalige Freundin das gemacht. Ich hatte da eigentlich weniger mit zu tun. Die haben da irgendwie eine Überweisung gefälscht, um halt schnell an Geld zu kommen. Lief dann auch über mein Konto. Und wer ist die? Also meine damalige Freundin. Achso, ich dachte, wären noch andere Leute dabei gewesen. Also nee, das war nur meine damalige Freundin. Aber du warst damit beteiligt dran? Ja, nachher sicherlich. Ich hatte dann das Geld natürlich auf meinem Konto. Und wie viel Geld ging es da? 20.000 Mark. Mhm. Mark oder Euro? Nee, das war noch D-Mark. So lange liegt das zurück? Ja, richtig. Und dafür musst du jetzt in den Knast? Genau, ich bin dann nach später verurteilt worden, als das rausgekommen ist. Mhm. Auf 15 Monate auf 3 Jahre Bewährung. Mhm. Aber du bist jetzt 22. Richtig. Das heißt, damals galt noch das für dich dann das Jugendstrafrecht, ne? Genau. Ja, und? Bin dann also verurteilt worden. Jetzt war das so, ich habe mich in der Bewährung eigentlich wunderbar geführt, also habe keinen Mist mehr gebaut oder sonstige Sachen gemacht. Mhm. Jetzt war das vor einem halben Jahr ungefähr. Ich bin irgendwo hingefahren, habe mir von meinem guten Freund ein Bahnticket geliehen. Mhm. Bin kontrolliert worden, Ticket war nicht bezahlt, wusste ich natürlich vorher nicht. Was heißt ein Bahnticket geliehen? Was heißt das? Ja, also ein Ticket 2000, weißt du, wo man so mitfahren kann. Ach so. Das war nicht bezahlt, ich habe das Ticket bei mir gehabt, also bin ich natürlich dafür haftbar gemacht worden. Mhm. Gilt dann natürlich direkt wieder als Straftat. Verstehe. Mhm.
dann habe ich jetzt vor kurzem eine neue Verhandlung gehabt. Ja. Habe da eine Geldstrafe für bekommen fürs Schwarzfahren. Ja. Habe das auch bezahlt. Ist aber trotzdem eine Straftat und deswegen ist jetzt halt meine Bewährung widerrufen worden. Und deshalb musst du 15 Monate jetzt in den Bau? Richtig. Wann genau? Ich soll diese Woche noch Bescheid bekommen. Ich hatte mit dem Staatsanwalt telefoniert, weil ich nur diesen Wisch bekommen hatte und auch Beschwerde eingelegt hatte und fragen wollte, weshalb, warum und war ja alles bezahlt und, mhm. und keine Ahnung. Und da soll ich also jetzt diese Woche noch Bescheid bekommen, wann ich dann endgültig rein muss. Wie ist dir zumute? Also wenn ich ganz ehrlich bin, total scheiße. Mhm. Und 15 Monate ist natürlich auch eine ganz schön lange Zeit, ne? Natürlich, auf jeden Fall. Was machst du so in deinem Leben? Hast du einen Job? Hast du was gelernt? Ich habe feste Arbeit. Mhm. Was machst du? Und ich bin jetzt im Moment als Straßenbauer und Pflasterer beschäftigt. Ja, ja. Das und heißt, die Arbeit ist dann auch erstmal futsch? Richtig. Ich hatte Antrag gestellt auf freiem, also offenen Vollzug, dass ich hätte wenigstens meine Arbeit behalten können. Mhm. Am Bau ist das ja nun mal so, man hat keine geregelten Arbeitszeiten, dies und das. Und mhm. Deshalb ist das halt abgelehnt worden und den Job, den werde ich jetzt wohl aufgeben müssen. Mhm. Und da ist jetzt alles gemacht worden, was man machen kann? Ich habe Beschwerde eingelegt, ich habe, weiß ich nicht, mit dem Staatsanwalt gesprochen, mit meiner Bewährungshelferin gesprochen, ob man da vielleicht noch irgendwie was wenden und drehen kann oder so. Ja, aber ist nicht. Absolut nichts mehr zu machen. Mhm. Was sagt deine Familie dazu? Gut, mit meinem Vater habe ich einen relativ schlechten Kontakt. Also bei dem habe ich halt immer das Gefühl, dem geht das so am Hinterteil vorbei, also dem scheint das egal zu sein. Mhm. Aber dem Rest meiner Familie geht das schon sehr nahe, das merke ich auch. Mhm. Hast du eine Freundin? Nee, nicht mehr. Nicht mehr. Mhm. Nee. Wie stehst du denn heute, das ist ja nun schon eine ganze Weile her, zu der Tat, auf die alles zurückzuführen ist, auf diesen Bankbetrug? Also war schon eine super, super dumme Idee, so wie ich das heute sehe natürlich. Mhm. Kann ich leider nicht mehr rückgängig machen, ist halt so gewesen, ist so passiert. Und 20.000 Mark ist ja eine Stange Geld. Habt ihr das verbraten, das Geld? Nee, ich hatte den größten Teil zu Hause. Mhm. Die haben mir dann auch eine Hausdurchsuchung gemacht, während ich im Urlaub gewesen bin. Und ja. Dann ist halt bis auf, ich weiß gar nicht, ich glaube 18.000 Mark habe ich zu Hause gehabt und die sind dann auch halt direkt wieder zurückgegangen. Also. Das heißt also, große Schulden hast du nicht am Hals auch noch? Nein. Nee. War das damals das erste Mal, dass du mit dem Gesetz in Konflikt gekommen bist? Soweit schon. Mhm. So, dann kriegst du es natürlich jetzt ordentlich und dick und dreifach wirklich ausgeteilt, ne? Genau. Und wahrscheinlich ärgerst du dich tot und schwarz, dass du mit dieser Karte da gefahren bist, ne? Mit dem Ticket. Also das auf jeden Fall. Ich habe auch, wie heißt es, man muss ja dann immer diese 40 Euro bezahlen, habe ich dann direkt getan und weiß ich nicht, aber... Aber gut, die sehen das als Straftat und weiß ich ja nicht. So, jetzt ist die Sache so eingetütet, dass man nichts mehr machen kann. Jetzt musst du durch, ne? Genau. Augen zu und durch. 15 Monate. Mhm. Hast du dich erkundigt, ob du da irgendwas machen kannst im Knast? Oder? Ja, also, weiß ich nicht. Das kommt natürlich darauf an, in welches Gefängnis ich dann muss. Mhm. Ist ja so, wie ich das gehört habe, ist ja jedes Gefängnis anders und... Hast du denn mit deinem Arbeitgeber gesprochen? Besteht denn die Möglichkeit eventuell, dass du danach wieder dort arbeiten kannst? Der wird mich wohl danach wieder einstellen. Was ja schon viel wert ist, ne? Das auf jeden Fall. Super viel wert ist. Wenn ich dann weiß, ich komme raus und ich habe dann wieder einen Job und ist natürlich schon mal klasse. Also da ist natürlich jetzt der Trost sehr schwer auszusprechen, weil mehr oder weniger hast du dich selbst reingeritten und hast auch noch Pech gehabt. Ne? So eine Kombination von beidem. Ja, richtig. Bist du erst 22? Mhm. Das heißt, das musst du jetzt ausbaden, so bitter das auch ist, und eine fette Lehre daraus ziehen, dass du dir wirklich danach überhaupt nichts mehr zu Schulden kommen lässt und ein klares Leben führst, ne? Ja, das hatte ich ja bis jetzt eigentlich auch vor, so wenn das mit dem Ticket halt nicht gewesen wäre, aber ist gut, ich konnte das nicht wissen und... Und sie, ich weiß nicht, wohin du kommst, da hast du völlig recht, sie das Beste noch aus der Zeit zu machen, was möglich ist aus den 15 Monaten Knast. Ich weiß nicht, was da angeboten wird, was du da tun kannst, dass du nicht einfach nur da abhängst, sondern dass du die Zeit irgendwie noch nutzt. Ich meine, gut, dann ist natürlich noch das Problem mit dieser, man kennt das ja mit dieser Kurzschlusspanik, so weißt du. Wie meinst du das? Ja, so, ich meine, ich bekomme jetzt Bescheid, wann ich jetzt endgültig rein muss und... Ja. Weiß ich nicht, ich gehe mal davon aus, dass ich eine Kurzschlusspanik bekommen werde und nicht, weiß ich nicht, mit dem Gedanken spielen, mich zu
weiß nicht, abzuhauen irgendwie oder so. Ja, Michael, das mach nicht. Also, da musst du dich jetzt am Riemen reißen. Mach jetzt bloß nicht noch eine weitere Dummheit. Du hast ja schon genug Dummheiten gemacht. Ja. Wenn du jetzt noch eine Dummheit machst, dann machst du es alles nur noch viel schlimmer. Aber wirklich, das sage ich dir jetzt mit aller Ernsthaftigkeit. Jetzt sei da tapfer, beiß auf die Zähne und zieh die Sache durch. So ganz dramatisch ist es auch nicht. Ich weiß, ist schon scheiße. Ich weiß. Aber wenn du jetzt noch was dir zu Schulden kommen lässt, dann wird es alles noch viel, viel dramatischer. Ja, das stimmt. Zieh es bitte, bitte durch. Und dann ist die Sache auch erledigt und dann hakst du das ab als Jugendsünde und dann war es das auch für dir, für dein Leben. Ja. Aber nichts Neues mehr machen jetzt, okay? Okay, mach ich. Ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich oben. Okay. Toi, 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 alles Gute. Ja. Tschüss, Michael. Okay, danke schön. Tschüss. In der Technik, Malte E-Mails. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss. Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Berlin. Die Grünen warnen davor, biometrische Daten in einer Zentraldatei